Heute können wir mal zeigen, wo unsere Reise hingeht. Sind wir tatsächlich wirklich im oberen Mittelfeld der Ligue 1 einzuordnen oder geht es für uns, wie am Anfang gedacht, erstmal nur um den Klassenerhalt? Es geht gegen Monaco, gegen ein Team, was auch selber gerade im Mittelfeld rumpendelt, in einer nicht ganz so guten Form ist, jetzt zweimal heftig verloren hat, 3-0 gegen Nice und auch international 3-0 gegen Saloniki, wo ich mir auch denke, wow, das ist ein Stück. Da sollte man eigentlich als Monaco nicht verlieren. Aber ja, bei denen läuft es scheinbar gerade nicht so gut. Das ist unsere Chance, dass wir hier vielleicht was rausholen können. Und ja, ich denke, bei uns gibt es nicht viel Änderungen. Wir spielen wieder Fünferkette. Ja, da sind wir einfach aktuell sicherer. Ich denke, Hosseini kommt wieder mit rein, auch wenn Avila das nicht schlecht gemacht hat letztes Mal. Ja, aber mehr gibt es nicht zu sagen. Rein ins Spiel. Und hier haben wir erstmal die Monegassen. Im 4-2-3-1, so spielen sie es aktuell vorne drin mit Balogun, mit ihrer ja, Lebensversicherung aktuell. Bei uns Hosseini wieder zurück. Michu heute mal links außen statt Simba. Ja, wir gucken mal, wie es funktioniert. Sissoko Diaz wieder unser Traum. Zentrum im Mittelfeld. Dann Davitashvili Dölima auf den Außen und Said Ikram back in der Startelf. Vorne drin. Ja, Michu. Ich lasse ihn in der Startelf aktuell. Der Junge gefällt mir. Der hat super, super Ansätze. Und dementsprechend, ja, wir müssen aktuell so ein bisschen eine Position suchen für ihn, weil das Zentrum ist mit Diaz und mit Sissoko besetzt. Aber der hat das ja gar nicht mal schlecht gemacht, auch links hinten. Als er es notdürftig für Ekomilie spielen musste, so wie heute wieder. Ja, wir gucken mal. Caio Henrique mit dem ersten Standard. Der wird geklärt. Ayer hat übrigens schon wieder früh getroffen für Auxerre. Von außen Ben Seguir. In den Rückraum. Caio Henrique, Andrade, dass sie nicht zum Schuss kommen. Fofana, Golovin. Und Barbe ist da. Gut. Gegen den Ball geklärt. Eckball. Jetzt nur gut rausköpfen. Golovin. Dölima. Gibt noch ein bisschen mit. Barbe hat den. Und Dölima per Kopf. Sehr gut. Andrade. Verliert ihn an Dölima. Okay. Zingo, Monaco macht Druck. Ben Seguir. Golovin. Fofana. Und da ist er wieder. Ben Seguir. Wie heißt er denn? Seguir? Sekir? Sekir? Weiß es leider nicht. Marok wahrscheinlich, ne? Gehe ich von aus. So, Andrade. Oh, zieht in die Mitte. Fofana. Und da ist er wieder. Ben Seguir. Aber der. Oh, das war ein Seitenwechsel. Okay. Kommt an, Valme. Aber das ist einer für Petro Diaz. Jetzt können wir mal kontern. Über Davitashvili und über Said Ikram. Der Junge ist schnell. Hat lange nicht gespielt. Ja, und das merkt man hier. So, jetzt spielen wir es vielleicht mal hinten raus. Petro Diaz holt sich den Ball ab. Klar, wer auch sonst. Wow, das ist ein ganz, ganz, ganz schlimmer Pass. Andrade fängt den easy ab. Michu zurück zu Rico. Okay, wir kriegen es bereinigt, die Situation. Marcelin und Boldé mit Dölima. Und er könnte Ikram schicken. Er verzögert aber zu lange. Wir sind zu langsam heute im Kopf. Sind noch nicht richtig wach. Vor allem schiebt jeder irgendwo hin. Michu ist nicht beim Mann. Zieht sich da viel zu sehr ins Zentrum. Kamara, Salisu. Ja, die beiden Innenverteidiger sind fußballerisch nicht ganz so gut, das könnte ein Vorteil für uns sein. Und beide halt auch nur ein Physik, aber sie spielen es trotzdem gut raus. Golovin hauchten drüber. Und wieder spielen wir es hinten raus. Diesmal hoher Ball raus auf Michu, aber klasse Ballkontrolle. Davitashvili. Er spielt den Ball ab. Jungs, komm. Nur schlechte Entscheidungen bisher. Aber darüber, wir warten mal ab, bevor wir was sagen. Boldé auf Pedro Diaz. Ah, und das ist viel zu langsam. Also da müssen sie jetzt mal aufwachen. Das sind so viele einfache Ballverluste hier. Auch wenn wir sie uns immer wieder zurückholen und wieder verlieren. Ja, das ist es. Da pennen wir so, so viel heute. Also ich glaube, mehr als die ganzen letzten Spiele zusammen hier innerhalb der ersten 18 Minuten. Andrade, klasse von Rico. Zumindest einer ist aufmerksam. So, ich habe es den Jungs gesagt. Mal gucken, ob es ankommt. Ja, ist klar, sie sehen es natürlich etwas anders. Man hört es nicht gerne, wenn der Coach von außen schreit. Mache ich ja auch sehr wenig, muss ich sagen. Aber manchmal braucht man das so ein bisschen. Sonst ist der Ball gleich im Tor. Hosseini kann den klären.
Ja, wir müssten vielleicht auch wieder Formation ändern. Und das war eine mehr als hundertprozentige von Caio Henrique, der den hier weit, weit drüber haut. So, jetzt mal der erste. Da war der erste Torschuss von uns. Und Monaco mit haufenweise Chancen konnten sie aber noch nicht nutzen. Trotzdem sind wir viel, viel zu passiv bisher. Ja, und ich denke, wir werden das umstellen in Halbzeit 2. Auch wenn es jetzt ein bisschen besser aussieht, gehen wir trotzdem auf die Viererkette, denke ich. Also hier ist auf jeden Fall deutlich, deutlich mehr drin, Jungs. Und die Frage ist, spielen wir es mit Arison auf der 6? Oder spielen wir es mit Michu und Diaz? Und dann müsste gegebenenfalls sogar Barbé hier außen spielen. Das kann er auch, aber er ist halt wahrscheinlich zu langsam, ne? Er ist gar nicht mal so langsam. Ja, wir probieren es mal. Wenn nicht, kommt dann Gaston rein. Michu generell, klar, macht jetzt keine so gute Spielarbeit, auch weil er auf so einer unliebsamen Position spielt. Davitashvili, Delima tauschen mal die Seiten. Und dann gucken wir mal, dass wir das hier natürlich etwas anpassen an den Gegner, dass wir da natürlich nicht so viel Zeit haben. Wir versuchen trotzdem schnell umzuschalten über weite Abwürfe und können aber hochpressen. Okay, so gehen wir rein, Halbzeit 2. Let's go. Ikram Michu. Sissoko, Pedro Diaz. Alter Schwili. Und das ist. Ja, da gehen sie aber alle ein bisschen wüst rein. Ne? Liegen die Nerven ein bisschen blank. Ja, auch bei Andrade läuft noch nicht ganz so viel. 6,4. Wird wahrscheinlich auch bald ausgewechselt. Genauso wie unsere beiden Flügelstürmer. Naja, gucken wir mal. Barbe mit dem Einwurf. Linksverteidiger mit Michu findet Pedro Diaz. Der findet De Lima. Da ist nämlich der eine. Der hat auch einen rechten. Schießt aber Said an. Schade. Und Davitashvili war im Abseits. Okay. So, ich denke, Said lassen wir heute mal durchspielen. Es tut dem auch mal wieder gut, 90 Minuten Vertrauen zu bekommen. Bei Henrique Kamara. Oh, und da ist ganz viel Platz für Golovin. Und wieder ist Rico dran, auch wenn es Abseits war. Was macht der Junge für eine Partie? Einwurf Barbé, jetzt wieder auf der anderen Seite. Michu. Wieder auf Barbé. Na, De Lima. Ball landet dann trotzdem bei Ikram. Und ich glaube, es war sogar der Pfosten, ne? Oh, Riesenmöglichkeit. Naja, wir wechseln mal. Zum einen. Marcelin Barbé. Machen das hier zusammen. Links kommt Gaston Avila rein. Boldé bleibt erstmal und offensiv auch die Flügel würde ich fast eigentlich komplett auswechseln. Jardy, Fernandes oder Chahiri? Ich würde sogar fast Chahiri vertrauen hier. Ja, machen wir es mal so. Ja. Gehen wir ins Einzelgespräch, komm. Die beiden sind eh motiviert, da müssen wir nicht sagen, aber hier können wir ihm hier irgendwie. Komm Junge, zeig, was du kannst. Komm, Junge. Wir gehen mal raus. Dreifachwechsel. So. Mal gucken. Auch Michu, ein Kandidat für die Auswechslung. Vielleicht da dann Lucas Fernandes rein. Oder Ignatenko. Wir gucken mal. Pedro Diaz hat Platz und macht Meter. Hat sehr, sehr viel Platz da. Außen jetzt Chardy. Der auf Michu und der wieder auf Chardy. Jaume Chardy mit dem schwachen Rechten. Schade, in der Mitte war Ikram gerade noch reingelaufen, hätte er vielleicht sogar irgendwie querlegen können. Naja, weiter geht's. Boldé mit Michu. Oh, schwieriger Pass. Lusko, aber das ist eine Balleroberung. Avila und Chahiri pennt. Luxo auf Außen. Schickt Golovin. Golovin gegen Avila, nimmt ihm da viele Meter ab und dann, nein. Kriegen wir ein Kacktor. Kann man nicht anders sagen. Ah, schlecht, schlecht verteidigt. Okay. Wir gehen ins 4-2-4, volle Offensive. Chardy, Flügelspieler. Hier auch nochmal Flügelspieler. Hier
unterstützend, auch Baldé komplette Unterstützung. Gehen offensiv. Ja. Probieren wir es. Gucken wir, dass wir noch was rausholen. Hier brauchen wir nicht mehr. Da mit langen Abschlägen. Und hier stehen wir eh schon hoch. Okay. Vorne rein. Stoßstürmer. Jan Lipotnik. Und dann ist die Frage. Kreativität. Lucas Fernandes. Ignatenko. Morante. Nein, wir bringen Ignatenko. Okay. Jungs. Viertelstunde. Ärgerliches Tor. Balogun. Ja, ich sag ja, ist die Lebensversicherung von Monaco. Ich glaube, es ist jetzt sein 12. Tor im 14. Spiel oder 15. Ja, ohne den wird es hier ganz, ganz düster aussehen in der kleinen Republik. Ist eine Republik? Ja, ne? So, Salisu. Ne, ist ja ein. Egal, lassen wir das. Ben Seguir raus auf Golovin. Oh, schlecht getackelt von Avila. Der kommt hier ganz schlecht in die Partie. Ben Seguir und Rico mal wieder da. Also Avila war, glaube ich, keine gute Einwechslung. Caio Henrique mit der Ecke. Barbé per Flugkopfball geklärt. Direkt in die Füße von Ikram. Jetzt könnte es abgehen. Ja. Kommt schon. Sehr offensiv. Wir feuern die Jungs nochmal an. Da geht noch was. Holt euch den Punkt. Holt euch den Punkt. Komm. Auch wenn es unverdient wäre. Egal. Avila Ignatenko. Oioioi, das darf nicht passieren. Diata Balogun. Das ist die Entscheidung. So Fehler darf man dann natürlich in der ersten Liga nicht machen. Ja, Avila Ignatenko. Zwei schlechte Einwechslungen heute vom Coach, die irgendwie nicht in der Partie angekommen sind. Barbe vielleicht nochmal ein falsches Tor. Ne, auch wieder nur die Mauer. Also er trifft auch seit einigem nichts mehr da von der Freistoßlinie. Er kommt flach. Matasso klärt den. Avila nochmal raus auf Chahiri. Ignatenko. Ah, ja. Das sieht ganz, ganz schlecht aus bei ihm heute. Nee, das muss der Trainer sich vermutlich ankreiden lassen. Da waren keine guten Wechsel. Aber man muss auch sagen, schon in Halbzeit 1 war das eigentlich verdient für Monaco. Die waren heute drückender, waren heute überlegener. Naja. Trotzdem bin ich unzufrieden. So, und am Freitagabend gab es ein richtiges Fußballspektakel. Marseille schießt mal Lyon mit 5 zu 0 wieder nach Hause, so dass Tolisso sich am Ende frustriert eine rote Karte abholt, das ist mal ein Ergebnis. Ja. Dann Nord mit dem 1-1. Nice gewinnt auch weiter. Also da oben ist ordentlich Action. Da setzen sich aber auch schon vier Clubs so ein bisschen ab. Ne? Dann gab es noch am Sonntag Paris 1-0 gegen Troyes. Toulouse gewinnt gegen Auxerre. Ähnliches Ergebnis wie bei uns. Auch früh Auxerre getroffen, dann aber noch drei Dinger gefangen. Auch hier wieder relativ spät. Naja. Sie sind auf jeden Fall näher dran als davor, habe ich so das Gefühl. Ja, Balogun trifft doppelt gegen uns. Lens gewinnt gegen Havre. Schon mal ganz gut, dann bleiben die hinter uns. Straßburg 1-1 gegen Brest. Und Lille gewinnt mal wieder. Mit dem neuen Coach oder mit dem Interimscoach gerade. Nee, Roberto De Serbi ist gekommen. Und ja, da hatte man den Trainereffekt. Okay. Dann geht es für uns als nächstes gegen Montpellier. Auch die stehen hinter uns. Eigentlich ein Pflichtsieg. Denn eigentlich muss jede schlagbare Mannschaft in unserem Kosmos ein Pflichtsieg sein. Aber das wäre ein ganz, ganz wichtiger Sieg nochmal, wenn wir den mitnehmen. Also wenn wir die Spiele alle gewinnen, da bin ich schon zufrieden mit den Jungs. Wir müssen gegen die Oberen, müssen wir auch nicht gewinnen. In der ersten Saison überhaupt nicht. Wir müssen aber unsere Punkte hier gegen untere Drittel auf jeden Fall, wenn nicht sogar gegen die untere Hälfte einfahren. Und dann könnte es hinhauen, dass wir am Ende die Klasse halten. Vielleicht sogar relativ souverän. Aber da sind wir aktuell noch weit weg von. 6 Punkte haben wir gerade mal nur Abstand. Das ist man auch wieder ganz, ganz schnell da unten. Dementsprechend demütig bleiben, weiter hart arbeiten und nächste Woche 3 Punkte holen.